Hallo und herzlich willkommen zur 10. Vorlesung der Physik 1 für Studierende der Chemie und Biologie. Mein Name ist Jan Lipfert, ich bin Professor für experimentelle Biophysik an der LMU in München. In der letzten Vorlesung hatten wir uns mit dem Thema Schwingungen beschäftigt. Und heute wollen wir das Konzept erweitern und wir wollen uns mit Wellen beschäftigen. Wellen sind Schwingungen, die sich in Raum und Zeit ausbreiten. Die beiden Konzepte sind also eng miteinander verknüpft. Und wie schon bei den Schwingungen wollen wir auch die Wellen hier zunächst vor allem aus dem Blickwinkel der Mechanik betrachten. Nichtsdestotrotz gibt es Wellen längst nicht nur in der Mechanik, sondern in allen Bereichen der Physik und sogar in fast allen Bereichen der Naturwissenschaften überhaupt. Schauen wir uns gleich mal einige Arten der Wellen an. Ein klassisches Beispiel für mechanische Wellen sind Wasserwellen, die Sie sicherlich alle in der einen oder anderen Form auch selbst schon erlebt haben. Die mathematische Beschreibung von Wasserwellen kann sehr komplex sein. Hier in der Veranstaltung wollen wir sie vor allem so als qualitative Beispiele nehmen. Ein anderes Beispiel für mechanische Wellen sind Schallwellen. Das sind Schwankungen des Drucks, die sich zum Beispiel in Gasen oder aber auch in Flüssigkeiten ausbreiten können. Die Schallwellen, die uns am meisten interessieren, sind häufig die in Luft. Aber wir können zum Beispiel auch Unterwassertöne hören. Und da sehen Sie schon, dass sich eben Schallwellen auch in Flüssigkeiten ausbreiten. Und selbst in Festkörpern gibt es mechanische Wellen, sogenannte Phononen. Das sind also letztlich die Schwingungen eines Festkörpers. Jenseits der Mechanik gibt es natürlich elektromagnetische Wellen in Radio, Fernseh, mobiler Kommunikationsübertragung. Licht ist auch eine elektromagnetische Welle. Die werden Sie vor allem im nächsten Semester sich anschauen. Das sind sozusagen die klassischen Wellen. Es gibt aber auch noch exotischere Wellen, zum Beispiel Materiewellen. In dem letzten Jahrhundert hat man entdeckt, dass sich letztlich Teilchen mit Masse, also Materie, auch als Wellen beschreiben lassen. Das revolutionäre Konzept hier war zum Beispiel von diesem Herrn de Broglie oder de Broglie, die sogenannte de Broglie-Wellenlänge, die einem Teilchen mit einem gewissen Impuls P eine Wellenlänge zuordnet. Und diese de Broglie-Wellenlänge ist gegeben durch H durch P. Und H ist hier das Plancksche Wirkungsquantum. Das Plancksche Wirkungsquantum ist also eine Naturkonstante. Sie ist sehr klein, sodass auch diese Wellenlänge für makroskopische Objekte, die wir so im Alltag erleben, extrem klein ist, sodass wir die Wellennatur nicht bemerken. Erst auf der mikroskopischen Skala von Atomen und subatomaren Teilchen machen sich denn diese Welleneigenschaften typischerweise bemerkbar. Das wurde zum ersten Mal für Elektronen gezeigt, 1927 in einem berühmten Experiment von Davison und Germer, die also hier einen Elektronenstrahl auf einen Kristall, in dem Fall auf einen Nickelkristall, haben geschossen oder haben einfallen lassen. Und die dort wieder ausgehende Elektronen, die zeigen dann so ein Interferenzmuster, was letztlich deren Wellennatur beweist. Das ist also mit Elektronen. Mittlerweile hat man das auch mit größeren Objekten geschafft, zum Beispiel mit sogenannten Buckyballs. Das sind also so große Moleküle, die aus 60 Kohlenstoffatome bestehen. Die sehen also quasi aus wie ein Fußball, natürlich auf der Skala von Atomen. Und auch die kann man hier durch einen Spalt schicken und dann zeigen sie so solche Beugungs- und Interferenzphänomene, die eben typisch sind für Wellen. Und also hier kann man auch für solche relativ großen, relativ komplexen, aber natürlich immer noch sehr mikroskopischen Objekte zeigen, dass sie sich wie eine Welle verhalten. Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen ganz kurz Gravitationswellen vorstellen. Als ich diese Vorlesung zum ersten Mal gehalten habe, habe ich an dieser Stelle Ihren Kommilitonen gesagt, Gravitationswellen sind Schwingungen der Raumzeit selbst. Sie sind ein verrücktes Konzept, das Albert Einstein 1916 vorgestellt hat, als Folge seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Ich hätte Ihnen damals dann gesagt, der experimentelle Nachweis steht leider noch aus. Die meisten Physiker glauben, dass es sie gibt, aber wir können uns noch nicht ganz sicher sein. Diese Situation hat sich geändert und zwar Anfang 2016 gab es eine große Pressemitteilung und dort ist eben Physikern zum ersten Mal gelungen, so eine Gravitationswelle tatsächlich experimentell nachzuweisen. Wie wurde das gemacht? Mit einem sogenannten Interferometer.
Ein Interferometer besteht letztlich einfach aus zwei, in diesem Fall langen Tunneln. Die sind in diesem Interferometer, das die Gravitationswelle nachgewiesen hat, dem sogenannten LIGO-Aufbau, etwa 4 Kilometer lang. In diesen Tunneln laufen Laserstrahlen, und zwar sind die Tunnel senkrecht zueinander angeordnet. Wir haben also sozusagen zwei Schenkel dieses Interferometers. Und was man mit diesem mit Laserinterferometrie sehr genau machen kann, man kann relative Längenänderungen dieser beiden Schenkel des Interferometers nachweisen. Und wenn jetzt eine Gravitationswelle durch diese Interferometer läuft, führt das zu einer unterschiedlichen Längenausdehnung dieser beiden Schenkel des Interferometers. Und die kann man nachweisen. Und zwar sind die Längenänderungen hier unglaublich klein. Wie gesagt, diese einzelnen Tunnel sind etwa 4 Kilometer lang. Die Längenänderung hier entspricht etwa dem Tausendstel eines Protonenradius, also etwa ungefähr ein Tausendstel Femtometer. Das ist eine relative Änderung von etwa 10 hoch minus 21. Und die ist aber tatsächlich nachgewiesen worden durch diesen wirklich unglaublichen Messaufbau. Nun koppeln hier alle möglichen Störungen in so ein Instrument. Hätte man also diese unglaublich kleine Längenänderung nur einmal gemessen, hätte man das letztlich nicht geglaubt. Deshalb haben diese LIGO-Kollaboration hier tatsächlich zwei solche Messaufbauten in Betrieb. Und zwar beide sind in den USA, eine in Louisiana, also quasi am Golf von Mexiko, eine im Bundesstaat Washington, also ungefähr an der kanadischen Grenze, im Abstand von ca. 3000 Kilometern. Und diese Gravitationswellen, die laufen sozusagen durch die gesamte Erde hindurch. Und man kann dann dieses gleiche Signal in beiden Interferometeraufbauten detektieren, mit einer kleinen Zeitverzögerung. Denn Gravitationswellen laufen mit der Lichtgeschwindigkeit. Und dann kann man also ausrechnen, einfach mit Delta X durch Delta T ist die Geschwindigkeit. Kann man also das Delta T ausrechnen, was man erwartet, für einen Abstand von 3000 Kilometern. Das sind etwa 10 Millisekunden. Und tatsächlich wurde dann 2016 folgendes Signal veröffentlicht. Die blaue Kurve, da steht Elwan, das ist Livingston, das ist die Stelle in Louisiana, H ist Hartford, das ist im Bundesstaat Washington, haben also mit einer gewissen Zeitverzögerung, die hat man hier schon rausgerechnet, das gleiche Signal detektiert, und das ist wirklich die Signatur einer Gravitationswelle. Diese Gravitationswelle wurde ausgesandt von einem sogenannten Black Hole Merger, also dem Zusammenstoß von zwei schwarzen Löchern. Und dafür gab es dann auch gleich ein Jahr später einen Physiknobelpreis für diese drei Herren hier, Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne, die also wirklich die treibenden Kräfte hinter diesem LIGO-Experiment und hinter der Detektion von Gravitationswellen waren, die ziemlich genau 100 Jahre zuvor von Albert Einstein als Folge seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurden. Nach diesem Ausflug in die aktuelle Forschung fangen wir jetzt aber erstmal einfach an und schauen uns einige grundlegende Prinzipien von Wellen an. Also, wir hatten bisher die Situation der Schwingung, wo wir eine Feder und eine Masse hatten. Und jetzt wollen wir im gewissen Sinne eine Situation haben, wo wir viele Federn und viele Massen haben. Also meinetwegen hier eine Feder, eine Masse, wieder eine Feder, eine Masse, eine Feder, eine Masse und so weiter. Also hier sollen lauter Federn K und lauter Massen M sein. Und sowas kann man unterschiedlich experimentell realisieren. Ich habe hier ein Beispiel mit so kleinen Magneten auf einer Schiene, die in etwa ein harmonisches, also ein federähnliches Kraftgesetz machen. Schauen Sie sich's mal an. Als kleine Demonstration, dass also eine sich fortpflanzende Schwingung zu einer Welle wird, habe ich hier so ein kleines Experiment mit Magneten auf so einer Schiene. Und wenn ich die jetzt hier auf der einen Seite auslenke, dann gibt es hier sich so eine ausbreitende Störung. Schauen wir es uns mal an. Sie sehen also, es wandert dann zur Seite und läuft dann auch wieder zurück. So, wir lenken das System jetzt auf der einen Seite aus und kriegen also eine propagierende Störung, die jetzt hier auch dann wieder zurückläuft. So, wir haben gesehen, dass also hier eine Störung oder Auslenkung als Funktion der Zeit
durch den Raum, also an verschiedenen Orten entlang läuft. Ja? Wir wollen also hier ganz allgemein irgendwie ein Y von X und T uns anschauen. Und zwar soll das eben sein eine Auslenkung am Ort X zur Zeit T. Und das werden wir also heute hier in der Vorlesung ganz häufig anschauen. Und ganz allgemein können wir sagen, das muss also irgendwie eine Funktion von x und t sein. Und sinnvollerweise muss es eine Funktion sein, die von x und t irgendwie in dieser Art und Weise abhängt. Dass da also irgendwie ein x minus ct steht. Dieses x minus ct bezeichnet man auch als Phase der Welle. Na. Und c ist hierbei die Geschwindigkeit der Welle. So, mit anderen Worten, c ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Störung ausbreitet. Und dann sehen Sie schon, also wenn jetzt die Zeit immer größer wird, dann wird c mal t immer größer, hat dann aber die Einheiten Raum. Und das x muss auch dann immer größer werden, damit also dieser Ausdruck x minus ct konstant bleibt. Ja, also wenn ich mich sozusagen auf die Auslenkung oder auf diese Störung setze, die da durch Ort und Zeit läuft, wenn ich sozusagen also immer bei der gleichen Auslenkung bin, weil ich dem sozusagen hinterherlaufe, dann ist eben dieser Ausdruck x minus ct genau konstant. Und wie gesagt, das nennt man zusammen die sogenannte Phase der Welle und c ist immer hier die Geschwindigkeit der Welle. Was für Wellen gibt es überhaupt? Man kann da also ganz grundsätzlich zwei Arten von Wellen unterscheiden, nämlich sogenannte longitudinale Wellen und sogenannte transversale Wellen. Bei longitudinalen Wellen ist die Auslenkung in die Richtung der Ausbreitung. Ein schönes Beispiel sind zum Beispiel diese Magnetrollen. Also diese Magnetrollen sind sozusagen auf der Schiene hin und her gegangen und insgesamt lief die Störung eben auch auf dieser Schiene hin und her. Das ist die einzig mögliche Ausbreitungsform von Wellen in Gasen und Flüssigkeiten, weil ich da eben keine Scherkräfte habe. Zum Beispiel sind also damit Schallwellen longitudinale Wellen. Dann gibt es auch transversale Wellen. Da sind die Richtung von Ausbreitung und Auslenkung senkrecht zueinander. Das bedeutet also, ich habe irgendwie eine Welle, die sich in eine gewisse Richtung ausbreitet. Und die Schwingung sozusagen der Einzelteile, der einzelnen Massen, wenn es eine mechanische Schwingung ist, die ist aber senkrecht dazu. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also wenn meine Welle zum Beispiel in diese Richtung läuft, dann kann ich nach oben und unten schwingen oder ich kann nach vorne und hinten schwingen. Das nennt man die beiden Polarisationsrichtungen der Welle. Ein typisches Beispiel für transversale Wellen sind elektromagnetische Wellen, aber auch zum Beispiel Seilwellen. Ja, also wenn ich ein Seil habe, dem so einen Kick gebe oder so hin und her oszillieren lasse, dann kriege ich Auslenkungen des Seils und die laufen dann in eine gewisse Richtung, aber die einzelne Auslenkung steht senkrecht dazu. Und auch Schwingungen im Festkörper können transversal sein. Ganz schön kann man das mit so einem Slinky vormachen. Ich habe jetzt hier leider keins dabei, aber ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. So mit so einer Spiralfeder, wenn ich da so einen Kick gebe, dann läuft da also so eine Auslenkung dieses Slinky entlang. Ich kann es aber eben auch hoch und runter oder vor und hinten auslenken und dann läuft da eben so eine transversale Welle. Wenn Sie Mühe haben, sich das zu merken, dann haben wir hier in München noch eine besondere Eselsbrücke und zwar die longitudinale Welle. Können Sie sich so merken, das ist das Schunkeln auf dem Oktoberfest. Ja, also wenn hier Leute schunkeln, dann bewegt sich die einzelne Person links und rechts und insgesamt läuft aber die ganze Welle eben auch hier links und rechts hin und her. Und auch für transversale Wellen gibt es in München ein wichtiges Beispiel, nämlich im Fußballstadion. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Fußballstadion und dort machen manchmal die Fans die Welle. La Ola sagt man auch. Das heißt natürlich einfach die Welle auf Spanisch. Und was passiert bei dieser La Ola-Welle? Da stehen Leute, die hintereinander sitzen, gleichzeitig auf und dann steht sozusagen die Reihe, die Leute daneben auf und dann deren Nachbarn und so weiter. Und was passiert, dass also so eine Welle oder Störung dann kreisrund durchs Stadion läuft, die Auslenkung der einzelnen Person ist aber einfach hoch und runter. Also jeder Einzelne steht einfach auf und setzt sich wieder hin oder springt auf und setzt sich wieder hin. Es ist also eine Hoch- und Runterbewegung. Gleichzeitig breitet sich dann aber diese
insgesamt dieser Störung oder Auslenkung kreisrund oder beziehungsweise erstmal sozusagen in eine Richtung im Stadion aus. Gut, nach dieser Phänomenologie wollen wir jetzt zu einer mathematischen Beschreibung von Wellen kommen. Und wir wollen uns erstmal mit einem wichtigen Spezialfall beschäftigen, nämlich mit sogenannten harmonischen Wellen. Ein typisches, wenn auch ehrlich gesagt mehr so approximatives Beispiel wäre eine Seilwelle. Stellen wir uns vor, dass Sie also ein Seil gespannt haben und jetzt das Ende sinusförmig immer hin und her oszillieren lassen. Dann wird sich also da so eine Welle in dem Seil ausbilden. Und das Verhalten des Seiles, das wollen wir jetzt einfach mal annehmen, lässt sich dann ungefähr darstellen als y von x und t, das ist also wieder die Auslenkung als Funktion von Ort und Zeit. Das soll dann so aussehen wie eine Amplitude mal Sinus kx minus Omega t plus Phi. Und es gibt hier zwei ganz hilfreiche Betrachtungsweisen. Und zwar einmal können wir uns sozusagen ein Foto der Welle vorstellen. Also ich schreibe hier mal Foto der Welle. Was ich damit meine ist, ich schaue mir sozusagen diese ganze Auslenkung als Schnappschuss, also zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Mit anderen Worten habe ich dann also hier einen bestimmten Zeitpunkt, ein festes t. Dann kann ich also diesen Omega t plus Phi Term sozusagen erstmal ignorieren. Und dann bekomme ich also hier vor allem erstmal ein a Sinus k mal x. Ja. Und dann habe ich also hier so ein Bild, das also als die Auslenkung als Funktion der Position ist und den Abstand hier zwischen zwei maximal in dieser Betrachtung ist dann genau die sogenannte Wellenlänge Lambda. Und ich hätte natürlich auch zwei Minima nehmen können. Ja, auch das ist Lambda. Und nach einer Wellenlänge Lambda entlang der Ortskoordinate wiederholt sich der Vorgang. Jetzt bin ich also wieder bei der gleichen Auslenkung. Mit anderen Worten, es muss gelten, dass k mal Lambda gleich 2pi ist. Das ist also eine volle Schwingung. Und daraus folgt dann direkt, dass k, diese Konstante, die man auch als die sogenannte Wellenzahl bezeichnet, ist 2pi durch Lambda. Ja. Und das hatte ich jetzt hier einfach erstmal in dieser harmonischen Schwingung angenommen. Und das hängt also offensichtlich hier mit der Wellenlänge zusammen, wie 2pi durch Lambda. Das ist gleich k, die Wellenzahl. Eine andere Betrachtungsmöglichkeit ist, sich auf eine Position zu konzentrieren und zu schauen, wie dort die Welle als Funktion der Zeit entlangläuft. Ja, ich nenne das jetzt hier mal in Anführungsstrichen Welle vorbeiziehen lassen. Ja, also die Vorstellung ist, ich fokussiere mich auf eine bestimmte Position x. Also hier sage ich jetzt, mein x soll fest sein und schaue mir an, was an dieser Position x als Funktion der Zeit t passiert. Da bekomme ich also hier dann irgendwie ein a Sinus Omega t plus Phi. Ja. Mit anderen Worten, das sieht letztlich extrem ähnlich aus wie die Schwingung, die wir aus der letzten Vorlesung kennen. Und hier ist jetzt also, wenn ich als Funktion der Zeit schaue, ist der Abstand zwischen zwei Maxima, das ist jetzt hier genau die Periodendauer groß T und ich hätte natürlich wieder auch den Abstand zwischen zwei Minima nehmen können, auch das ist groß T. Es gilt also hier, Omega mal groß T ist gleich 2pi im eine volle Schwingung und daraus folgt direkt Omega ist gleich 2pi durch T, also 2pi geteilt durch die Periodendauer und das ist natürlich die Beziehung, die wir schon von den Schwingungen kennen. Also dieser untere Teil, wenn ich mich auf einen Ort fokussiere und schaue, was da als Funktion der Zeit passiert, ist nichts anderes als die harmonische Schwingung, die wir aus der letzten Vorlesung kennen. Was jetzt hier sozusagen neu ist, dass ich auch mir das Ganze eben als Funktion des Ortes anschauen kann. Mit anderen Worten, wir haben ein harmonisches Verhalten bezüglich x und t. Und ich hatte das hier so ein bisschen als Seilwelle eingeführt. Die sind ehrlich gesagt relativ schwierig, so richtig schön sinusförmig hinzubekommen. Und deshalb haben wir hier so ein etwas modifiziertes Seil, eine sogenannte Wellenkette. Und da kann man das dann sehr schön sehen. Schauen Sie sich's an. Hier sehen wir die Wellenkette. Das können Sie sich letztlich wie so ein Seil vorstellen, das schwingen kann. Da sind so Massen dran befestigt.
Und das sieht so aus, als wären da zwei. Da ist aber rechts die Originalwellenkette und die wird beleuchtet. Und links, das ist der Schatten, damit man das etwas besser sehen kann. Was man sieht, hier wird ein Ende angetrieben und dann breiten sich da so sinusförmige Auslenkungen in Raum und Zeit aus. Und jetzt wird hier gleich nochmal die Amplitude ein bisschen erhöht. Und man sieht sehr schön, dass diese Wellenkette tatsächlich harmonische Wellen letztlich ausbildet, die da vor uns wegpropagieren. So, wir hatten gesehen, bei einer Welle breiten sich also Störungen, Auslenkungen im Raum als Funktion der Zeit aus. Und jetzt können wir fragen, wie schnell geht denn diese Ausbreitung? Also mit anderen Worten, was ist jetzt hier die Geschwindigkeit? Und da ist folgende Betrachtung sehr nützlich. Ja, wir haben also diesen Ausdruck für die harmonische Welle, a mal Sinus kx minus Omega t plus phi. Und jetzt kann ich, also hier habe ich jetzt wieder eine Auslenkung als Funktion des Ortes x. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich mir das Ganze eine kurze Zeit später anschaue, ja, dann male ich jetzt hier als gestrichelte Linie sagen die gleiche Welle eine kleine Zeit später, dann ist die also etwas weiter gelaufen, so ganz schematisch gezeigt, und ist also hier irgendwie ein Delta x weitergelaufen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich mich zum Beispiel auf so ein Maximum setze und ich möchte jetzt also mit der Welle mitlaufen. Wenn ich mit der Welle mitlaufe, muss also diese Phase konstant sein, also mit anderen Worten, der Ausdruck kx minus Omega t, der soll konstant sein. Das Phi kann ich jetzt hier erstmal 0 setzen. Ich könnte auch irgendein Phi mitnehmen, das würde hier nichts verändern. Aber nehmen wir es einfach 0 an, der Einfachheit halber. Und jetzt kann ich mich fragen, was ist denn hier die Geschwindigkeit? Und wie so häufig hilft es da einfach mal, die erste zeitliche Ableitung zu bilden. Ich leite das also nach der Zeit ab. Diesen Ausdruck hier für die Phase der Welle. Und wenn ich also kx nach der Zeit ableite, k soll ja irgendwie eine Konstante sein, das x abgeleitet, bekomme ich ein dx dt. Und jetzt muss ich Omega t nach der Zeit ableiten. Das ist natürlich einfach Omega. Und das war konstant, also das muss 0 sein. Und dann kann ich das hier gleich umstellen, dann bekomme ich dx dt. Und das ist natürlich meine Geschwindigkeit. V ist dann gegeben durch Omega durch K. Und das kann ich jetzt hier nochmal ein bisschen umschreiben. Also mit anderen Worten, die Geschwindigkeit, die ich hier bestimmt habe, das ist die sogenannte Phasengeschwindigkeit, sagt man auch. Das ist also wie immer dx dt, können die allgemein V nennen. Für Wellen bezeichnen wir sie hier jetzt im Folgenden meistens mit C. Das war also jetzt gegeben durch Omega durch K. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, was war Omega? Das war ja 2 Pi durch die Periodendauer groß T. Und was war K? Das war ja 2 Pi durch Lambda. Aber jetzt habe ich hier 1 durch K. Dann habe ich also Lambda geteilt durch 2 Pi. Und dann sehe ich schon, hier ist also Lambda durch groß T. Und das kann ich wieder gut verstehen. Ja, also eine Geschwindigkeit ist ja immer irgendwie eine Änderung im Ort geteilt durch eine Änderung in der Zeit. Wenn ich so eine Welle habe, dann ist also die charakteristische Länge im Ort ist die Wellenlänge, Lambda, und die charakteristische Änderung der Zeit ist die Periodendauer T. Und dann ist also die Geschwindigkeit der Welle, die Phasengeschwindigkeit der Welle einfach Lambda durch groß T. Und das kann ich auch schreiben als Lambda mal die Frequenz. Und jetzt gibt es hier noch so eine Kleinigkeit, die wir noch besprechen müssen. Wir hatten bisher die Phase meistens mit kx minus Omega t. Und dann sehe ich ja, wenn also hier t und x größer werden, dann bleibt das konstant. Mit anderen Worten, wenn ich also kx minus Omega t habe, dann habe ich allgemein Wellen, die in die Plusrichtung laufen. Also in die plus x Richtung. Und ich kann aber stattdessen auch kx plus Omega t nehmen. Und dann kriege ich eben eine Welle, die genau in die andere Richtung läuft. Also Wellen, dann muss ich Welle schreiben. Welle läuft
in minus x Richtung. Und dann sehe ich also, wenn ich jetzt also kx plus Omega t, wenn die Zeit größer wird, dann muss in diesem Fall der Ort kleiner werden, damit dieser Ausdruck wieder konstant ist. Wird also negativ zum Beispiel. Gut, das ist also hier die Phasengeschwindigkeit der Welle. Und jetzt haben wir ziemlich viel gerechnet, kommen wir zu einigen Verständnisfragen dazu. Und zwar möchte ich jetzt in den nächsten beiden Fragen folgende Situation mir anschauen. Wir stellen uns vor, wir haben so eine Seilwelle, die wir also hier irgendwie so ein Seil sinusförmig auslenken. Dann läuft da so eine Welle und die soll, wie eben durch diesen Pfeil angegeben, hier nach rechts in der Folie laufen. Und wir wollen uns einen Punkt rausgreifen, der soll also eigentlich nicht besonders sein, aber der soll irgendwie markiert sein, das ist dieser Punkt P hier. Ja. Und das ist also, wie gesagt, so ein Schnappschuss der Welle. Und jetzt haben wir folgende Frage. In welche Richtung zeigt die Geschwindigkeit dieses Punktes P, also dieses Seiles an der markierten Stelle P, in dem Augenblick, der hier in diesem Schnappschuss gezeigt ist? Und die Antwortmöglichkeiten sind nach oben, das ist A, nach unten, das ist C, nach links, das ist D und nach rechts, das ist B, also A, B, C, D, in die verschiedenen Raumrichtungen. Und E wäre die Antwort, keine dieser Lösungen. Überlegen Sie mal kurz, ich verrate Ihnen dann gleich die Antwort. So, die richtige Lösung hier ist tatsächlich C. Mit anderen Worten, die Geschwindigkeit an diesem Punkt P zu diesem Zeitpunkt hier zeigt direkt nach unten. Wie kann man das sehen? Sie können sich das folgendermaßen überlegen. Die Welle soll ja nach rechts auf der Folie wandern. Hier haben wir ein Maximum. Das war also vor kurzer Zeit noch da, wo P war. Und mit anderen Worten, also wenn P sozusagen vor kurzer Zeit am Maximum ist, jetzt schon weiter unten ist, dann ist offensichtlich P jetzt gerade nach unten am Wandern. Also mit anderen Worten, die Geschwindigkeit muss nach unten zeigen. Sie können sich es auch andersrum überlegen, sozusagen hier von links kommt jetzt auf den Punkt P ein Minimum zugelaufen. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt also eine kurze Zeit später schauen würden, dann muss dieser Punkt P also Richtung Minimum gegangen sein. Und nur noch das macht uns klar, dass also die Geschwindigkeit nach unten zeigen muss. Wichtig, die Geschwindigkeit zeigt nicht nach links oder rechts, bei so einer transversalen Welle macht also jeder Punkt strikt eine Hoch-Runter-Bewegung, obwohl jetzt die Störung an sich nach links und rechts läuft. Gut, machen wir noch eine Frage zu der gleichen Situation. Also hier wieder so ein Schnappschuss einer Seilwelle. Es soll wieder um diesen Punkt P gehen, der markiert ist. Und jetzt ist die Frage, was ist die Beschleunigung dieses Punktes P in dem Augenblick, der hier in der Grafik gezeigt ist? Und die Antwortmöglichkeiten sind wieder oben, unten, links, rechts oder keine dieser Lösungen. Überlegen Sie mal. Auch hier ist die richtige Antwort C, also auch die Beschleunigung A zeigt hier nach unten und das ist ganz ähnlich wie eine Aufgabe, die wir schon im Kontext der Schwingungen besprochen haben. Ja, allgemein ist ja die Beschleunigung gegeben durch Kraft, durch Masse oder F gleich mal A und wenn wir uns jetzt überlegen, dass sozusagen jedes Element hier letztlich wie so eine schwingende Feder sein soll, dann ist ja die Beschleunigung gegeben durch kx durch m, x ist eben die Auslenkung, k soll also hier jetzt die Federkonstante sein, nicht die Wellenzahl. Ganz wichtig, das sind zwei verschiedene Dinge. Und das war also letztlich, wenn man diesen Punkt einfach als schwingenden Punkt betrachten würden, wir vergessen dabei die Welle. Und da sehen wir, dieser Punkt ist also oberhalb der Ruhelage, also oberhalb der Mitte, so wie das hier in der Grafik gezeigt ist. Und dann muss die Beschleunigung nach unten zeigen. Und das ist eben auch in dieser harmonischen Welle der Fall, ja, in dieser Seilwelle. Gut, ganz allgemein sind Wellen durch eine Gleichung zu beschreiben, nämlich die sogenannte Wellengleichung. Und die habe ich Ihnen hier einfach mal hingeschrieben. Das ist also die zweite Ableitung nach der Zeit von y und y soll natürlich hier wieder unsere Auslenkung als Funktion von Ort und Zeit sein. Und ich könnte natürlich auch den Ort dreidimensional wählen, würde das etwas komplizierter aussehen. Wir wollen hier die Notation möglichst einfach halten, deshalb haben wir jetzt hier in der Vorlesung immer nur eine Ortsdimension, die nennen wir x. Und die Wellengleichung ist dann also die zweite Ableitung von y nach der Zeit ist gleich c Quadrat mal der zweiten Ableitung von y nach dem Ort. Ja, ich habe ja immer gesagt, wir Physiker sind manchmal etwas faul. Es gibt da also auch hier diese Kurznotation. Dann kann ich das auch schreiben als y Punkt Punkt.
Der Punkt ist eben die zeitliche Ableitung gleich c Quadrat y Strich Strich. Das wäre also die Ableitung nach x, die Ableitung nach dem Ort. Und die Lösungen davon haben wir ja schon kennengelernt. Lösungen dieser Wellengleichung sind zum Beispiel y von x und t gleich a Sinus kx minus Omega t. Wenn ich möchte, kann ich da noch ein Plus Phi mitnehmen. Oder zum Beispiel eben auch ganz ähnlich wie bei den Schwingungen kann man auch hier eine komplexe E-Funktion nehmen, also zum Beispiel hier ein y0 e hoch i kx minus Omega t. Ja, also mit einer komplexen E-Funktion. Aber wie auch schon bei den Schwingungen, will ich das hier nun mal gesagt haben, wir werden damit nicht wirklich groß was rechnen, sondern wir werden hier immer die trigonometrischen Funktionen Sinus nehmen. Diese Gleichung wurde zuerst aufgestellt durch den französischen Physiker und Mathematiker Jean-Baptiste Laurent d'Alembert. Man nennt sie auch die d'Alembertsche Gleichung daher. Und sie hat also einen wichtigen Parameter, nämlich diese Geschwindigkeit c. Und damit wollen wir uns noch kurz beschäftigen. Also die Phasengeschwindigkeit war das ja, der Welle C, hängt eben von den physikalischen Eigenschaften des Systems ab, in dem also die Wellen sich irgendwie ausbreiten, also in dem die Wellen entstehen. Zwei Beispiele, die wir schon kurz angesprochen haben, will ich Ihnen jetzt erstmal hier ohne große Herleitung einfach sozusagen als Ergebnis geben. Für Seilwellen, die wir ja schon gesehen haben, ist die Geschwindigkeit gegeben, also die quadrierte Geschwindigkeit c durch tau durch μ. Was ist tau und was ist μ? Tau ist die Spannkraft. Das ist also einfach die Kraft, mit der das Seil gespannt ist. Und wenn ich also ein Seil stärker spanne, mit einer größeren Kraft spanne, kriege ich eine höhere Geschwindigkeit. Und μ ist die Masse pro Länge. Ja, also bei so einem Seil könnte man ja irgendwie sowas wie Kilogramm pro Meter definieren. Bei Schallwellen, die wir auch schon zumindest kurz erwähnt hatten, ist die Geschwindigkeit zum Quadrat gegeben durch Kappa geteilt durch Rho. Und zwar ist Kappa hier das Kompressionsmodul. Kompressionsmodul und Rho ist die Dichte. Also bei einem insbesondere Gas oder bei einer Flüssigkeit. Und ganz allgemein ist die Geschwindigkeit einer mechanischen Welle zum Quadrat, c Quadrat gegeben, typischerweise durch eine elastische Eigenschaft. Das wäre so wie die Spannkraft für eine Seilwelle oder eben dieses Kompressionsmodul für eines Gases einer Flüssigkeit für eine Schallwelle, die sich dort ausbreitet, geteilt durch eine Trägheitseigenschaft. Also irgendwie so etwas, was proportional ist zu Masse. Gut, direkt aus dieser Wellengleichung folgt jetzt ein extrem wichtiges Prinzip, nämlich das sogenannte Superpositionsprinzip von Wellen oder für Wellen. Und zwar besagt das, dass wenn sich Wellen in einem Medium ausbreiten und eine wichtige Einschränkung ist, das Medium muss sich linear verhalten. Mit anderen Worten, diese rückstellenden, elastischen Kräfte sollen linear in der Auslenkung sein. Das ist aber sehr häufig gegeben. Dann ergibt sich eine resultierende Welle, der Gesamtwelle, die einfach der Summe der einzelnen Wellen entspricht. Ja, also ich kann das hier so ganz einfach als Gleichung, wenn Sie so wollen, hinschreiben, als y gesamt, als Funktion von Ort und Zeit, ist gegeben irgendwie durch x, y1 von x und t plus y2 von x und t. Und y1 und y2 sollen also irgendwelche Wellen sein. Man kann das sehr schön bei Wasserwellen beobachten. Wenn ich da so verschiedene Wellen habe, meinetwegen ein Motorboot ist vorbeigefahren und macht irgendwie große Wellen und dann kommt noch eine Ente vorbeigeschwommen, die macht kleine Wellen, dann sind also die resultierenden Wellen tatsächlich die Überlagerung dieser einzelnen Wellen. Und das sehen Sie hier auch auf der Folie in dieser kleinen Animation. Diese Aussage folgt direkt aus der Linearität der Wellengleichung. Und zwar linear in folgendem Sinne, dass eben in der Wellengleichung nur y eingeht und nicht zum Beispiel y² oder y hoch 3. Ja, ich habe also hier Ableitungen. Und das sollte ich noch erwähnen, es handelt sich hier um eine sogenannte partielle Differentialgleichung. Partielle Differentialgleichungen sind Differentialgleichungen, wo partielle Ableitungen auftauchen. Also allgemein Differentialgleichungen, wo Ableitungen nach verschiedenen Variablen
auftauchen. Wir hatten ja gesehen, also bei den Schwingungen hatten wir typischerweise gewöhnliche Differentialgleichungen. Da gab es dann immer Ableitungen nur nach der Zeit. Hier gibt es jetzt aber Ableitungen nach der Zeit und nach dem Ort. Deshalb handelt es sich um eine sogenannte partielle Differentialgleichung. Und diese partielle Differentialgleichung ist aber linear. Es gibt zwar Ableitung höherer Ordnung, aber y geht eben nur linear ein und nicht zum Beispiel quadratisch oder hoch 3 oder als Wurzel oder irgendwie als Logarithmus oder so. Und das bedeutet eben, dass wenn ich eine Lösung y1 habe, die diese Wellengleichung löst, und eine andere Lösung y2, die auch die Wellengleichung löst, dann sehe ich sofort, dann kann ich die einfach addieren und diese addierte Gesamtwelle, die wird offensichtlich dann auch eine Lösung der Wellengleichung sein. Und deshalb gilt eben dieses Superpositionsprinzip. Auf den ersten Blick scheint das jetzt ziemlich trivial und nicht weiter aufregend. Dieses Superpositionsprinzip ist aber extrem nützlich, um ganz unterschiedliche Dinge zu analysieren. Und wir werden jetzt eigentlich fast den ganzen Rest der Vorlesung nur noch damit zubringen, verschiedene Inkarnationen von Superpositionen uns anzuschauen. Das ist also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Grundprinzip. Das erste Beispiel, was wir uns anschauen wollen, ist die Superposition von Wellen, die gleiche Amplitude, gleiche Frequenz, gleiche Richtung haben sollen, aber einen Phasenunterschied, also unterschiedliche Phi. Das ist ein ziemlich typischer Fall, den man in der Optik trifft, zum Beispiel in Interferometern, zum Beispiel eben solchen Interferometern, die man nutzen kann, um Gravitationswellen zu detektieren. Also mathematisch gesprochen haben wir jetzt folgenden Fall. Wir haben ein y-Gesamt, das ist wie immer eine Funktion von x und t. Und das soll jetzt gegeben sein durch a Sinus kx minus Omega t und dann plus nochmal fast das Gleiche, wieder a Sinus kx minus Omega t, aber jetzt eben einen Phasenunterschied phi. Ich hätte das Phi auch in dem ersten Term schreiben können. Ich hätte hier auch irgendwie ein Phi 1 oder Phi 2. Aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir hier also irgendwie das Phi 1, 0 setzen und nur in dem zweiten Term ein Phi einführen. Gut, jetzt brauche ich eine trigonometrische Identität, die uns im Folgenden noch mehrfach nützlich wird. Nämlich, ich möchte jetzt benutzen, dass allgemein Sinus Alpha plus Sinus Beta, für also irgendwelche Winkel Alpha und Beta, 2 Sinus 1/2 Alpha plus Beta mal Cosinus 1/2 Alpha minus Beta ist. Ja, mit anderen Worten, ich kann, wenn ich also 2 mal den Sinus addiere, unterschiedlichen Argumenten, dann kann ich das auch schreiben als das Produkt von einem Sinus, wo ich 1/2 Alpha plus Beta habe und einem Cosinus, wo ich 1/2 Alpha minus Beta habe. Und mit dieser trigonometrischen Identität kann ich diese Gesamtwelle da oben dann sehr schnell umformen und schreiben als y Gesamt von x und t ist dann eben 2a Cosinus 1/2 Phi mal Sinus Kx minus Omega T plus Phi halbe. Und das können Sie also mal durchrechnen mit dieser trigonometrischen Identität. Was habe ich hier? Ich habe also jetzt als resultierende Gesamtwelle etwas, was im Grunde wieder aussieht wie eine harmonische Welle. Da hinten steht nämlich wieder ein Sinus Kx minus Omega T. Die Phase hat sich ein klein bisschen verändert, aber das ist keine große Veränderung. Und jetzt ist aber hier die Amplitude abhängig von Phi. Ja, also wenn ich so will, habe ich eine Amplitude, eine neue Amplitude. Die ist gegeben durch 2a mal Cosinus 1/2 Phi. Sie hängt also jetzt ab davon, wie dieser Phasenunterschied Phi ist. Und jetzt kann ich mir da zwei Spezialfälle angucken. Also Phi kann natürlich theoretisch alle möglichen Werte annehmen. Ganz instruktiv sind hier zwei Spezialfälle. Dieser erste Spezialfall, der hier auf der linken Seite gezeigt ist, ist, wenn tatsächlich Phi gleich 0 ist. Ja? Dann kann ich gleich sehen, Cosinus von 0 ist 1.
Wenn es also meine Gesamtwelle gegeben denn als 2a Sinus kx minus Omega t. Mit anderen Worten, wenn phi gleich 0 ist, dann addiere ich zwei identische Wellen, die auch die gleiche Phase haben, weil die Phasenverschiebung 0 ist. Und dann bekomme ich eine resultierende Welle, die eine doppelt so große Amplitude hat als die beiden einzelnen Wellen. Und da spricht man auch von konstruktiver Interferenz. Ja, also ich habe eine konstruktive Interferenz. Das bedeutet, ich habe eine resultierende Gesamtwelle, die größer ist als jede der Einzelwellen. Gut, jetzt gibt es noch einen weiteren sehr wichtigen Spezialfall, nennen wir den mal römisch 2 hier, wo also Phi gleich Pi sein soll. Und dann sehe ich, wenn ich das einsetze, habe ich Cosinus Pi halbe und der ist aber 0. Dann bekomme ich also in diesem Fall hier ein Y-Gesamt. Und das ist einfach gleich 0 an allen Orten und zu allen Zeiten. Und das ist also schematisch hier gezeigt. Da habe ich also zwei identische Wellen, die aber eben genau um Pi Phasen verschoben sind, sodass, wenn die eine Welle ein Maximum hat, die andere Welle genau ein Minimum hat. Und wenn die andere ein Minimum hat, dann die andere ein Maximum und so weiter und alle Werte dazwischen, sodass sie sich genau auslöschen und die Gesamtwelle 0 ist. Und hier spricht man auch von sogenannter destruktiver Interferenz. Dann bekomme ich also hier einfach eine Nulllinie. Gut, das ist also ein ganz wichtiges Beispiel der Superposition von zwei Wellen. Und jetzt wollen wir uns ein weiteres wichtiges Beispiel anschauen. Und zwar sogenannte stehende Wellen. Die Situation soll hier sein, dass ich wieder Wellen gleicher Frequenz habe, auch gleicher Amplitude, aber jetzt entgegengesetzter Richtung. Dann kann man sich fragen, wo kommt sowas her? Und das kommt tatsächlich ziemlich häufig vor, insbesondere immer dann, wenn ich Seilwellen habe oder irgendwelche Saiten bei Saiteninstrumenten zum Beispiel, wo ich eine Reflexion an einem festen Ende habe. Also wenn ich ein Seil irgendwo festgeknotet habe, da ist jetzt eine Welle dahin laufen, dann gibt es aber an dem festen Ende eine Reflexion, dann kriege ich also eine gegenläufige Welle, die, wenn man jetzt Dämpfung vernachlässigt und so weiter, die gleiche Amplitude, die gleiche Frequenz hat, aber eben in die andere Richtung läuft. Und dann bekomme ich also diesen Pfeil hier, den wir jetzt uns anschauen wollen. Ich habe also hier ein Y-Gesamt als Funktion von x und t. Das besteht aus einer Welle, die nach plus x laufen soll, also ein a Sinus kx minus Omega t und eine Welle, die im Grunde die gleiche Frequenz, Amplitude etc. hat, aber eben in die andere Richtung laufen soll. Das ist also ein Kx plus Omega t. Ja. Und jetzt kann ich wieder die gleiche trigonometrische Identität benutzen, die wir auf der letzten Folie hatten und das gleich umschreiben. Und dann bekomme ich 2a wieder und jetzt ein Sinus Kx und ein Cosinus Omega t. Mit anderen Worten, hier sind jetzt also sozusagen die Ortsabhängigkeiten und Zeitabhängigkeiten separiert worden. Und ich habe also hier einen Schwingungstern. Ja, Cosinus Omega t schwingt, wie wir auch schon in der letzten Vorlesung gesehen haben. Und jetzt habe ich hier eine Amplitude, die aber plötzlich vom Ort x abhängt. Und da kann ich mir wieder zwei wichtige Spezialfälle, wenn Sie so wollen, anschauen. Nämlich, wir können uns erstmal überlegen, an welchen Positionen x die Amplitude 0 wird. Wenn wir also anschauen, Amplitude 0, da muss ja gelten, dass kx ein Vielfaches von Pi ist. Ja, also mit n gleich 0, 1, 2, 3 und so weiter. Dann ist also immer genau der Sinus kx gleich 0, wenn das Vielfache von Pi sind. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt noch mich erinnere, dass k ja
2Pi durch Lambda war, sehe ich also hier, dass gelten muss, dass x gleich n mal Lambda halbe ist. Also mit anderen Worten, an Positionen, die gradzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge entsprechen, habe ich Amplituden, die null sind. Also an diesen Stellen gibt es keine Auslenkung zu keiner Zeit. Und da spricht man auch von sogenannten Knoten der Schwingung oder Schwingungsknoten. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, wo die Amplitude maximal wird. Also ich will mir überlegen, an welchen Positionen die Amplitude maximal wird. Und zwar ist das für kx gleich 1/2 Pi, 3/2 Pi und so weiter. Und da sehe ich dann schon, dass also das genau der Fall ist für x gleich n plus 1/2 mal Lambda halbe. Also mit anderen Worten, das ist immer sozusagen genau zwischen den Knoten der Fall. Wenn ich also immer noch 1/2 Lambda halbe weitergehe, also ein Lambda Viertel weiter, und da spricht man dann auch von einem Bauch, von Wellenbäuchen dieser Schwingung, dieser stehenden Welle auch. Ja. Und hierzu haben wir auch ein kleines Video vorbereitet. Hier haben wir wieder die Wellenkette, die einfach wie so ein schwingendes Seil im Grunde ist. Rechts das Original, links der Schattenwurf. Die wird unten angetrieben und oben ist jetzt ein festes Ende, sodass es eine rücklaufende Welle gibt und sich eben so eine stehende Welle ausbildet. Wir sehen hier sehr schön, es gibt Knoten mit minimaler oder null Auslenkung und es gibt diese Bäuche mit maximaler Auslenkung. Wie schon gesagt, treten solche stehenden Wellen häufig auf bei Saiteninstrumenten, wo ich eine Saite fest eingespannt habe, sodass ich also feste Enden habe. Dadurch bekomme ich dann diese hin und her laufenden Wellen, die diese stehenden Wellen machen. Und wenn ich feste Enden habe, bedeutet das, dass ich die Schwingung immer so haben muss, dass die Enden eben Knoten sind, dass dort die Amplitude null ist, weil es ja eben ein festes Ende ist. Dort kann sich nichts bewegen. Wenn ich also hier eine Saite habe, der Länge L, dann ist also die erste mögliche Schwingung so, dass genau die Enden im Knoten sind mit Amplitude 0 und ich habe einen Schwingungsbauch in der Mitte mit einer maximalen Schwingung oder maximalen Schwingungsamplitude. Dann habe ich hier also die Bedingung, dass die Länge genau gleich Lambda halbe ist. Die nächstmögliche Schwingung hat wieder Knoten an den Enden und jetzt hier noch einen Knoten in der Mitte. Und dann eben zwei Schwingungsbäuche. Und hier sehe ich, dass denn hier genau die Länge gleich der Wellenlänge ist. Und dann geht das hier so weiter. Und dann habe ich also die allgemeine Bedingung. Dass Lambda gleich 2 mal L durch N ist. Ja, und N ist eben hier wieder 1, 2, 3 und so weiter. Und jetzt kann ich mich erinnern, die Geschwindigkeit C war ja gegeben durch Lambda, die Wellenlänge, mal die Frequenz F oder durch Lambda, durch die Schwingungsperiode, groß T. Und das kann ich jetzt umstellen und mir überlegen, was hier also für die Frequenz gelten muss. Und dann bekomme ich, dass die Frequenz gegeben ist als C durch Lambda. Und mit anderen Worten ist die Frequenz gegeben gleich N mal C durch 2L. Ja, die Geschwindigkeit C und die Länge L sind sozusagen Eigenschaften der Saite. Und die Frequenzen, die da möglich sind, sind also dann ganzzahliges Vielfaches dieses Ausdrucks C durch 2L, die eben also durch die Beschaffenheit der Saite gegeben sind. Ja. Und dann für n gleich 1, das ist also dieser erste Fall hier, da habe ich, spreche ich von der sogenannten fundamentalen Mode oder auch Grundschwingung. Und für n gleich 2, das bezeichnet man dann typischerweise als die erste Oberschwingung.
und n gleich 3, die zweite Oberschwingung und so weiter. Und manchmal sagt man auch harmonische, die erste harmonische, die zweite harmonische und so weiter. Und auch das kann man sich ganz schön an einem Seil anschauen. Und hier haben wir also ein Video. Hier sehen wir ein Seil, das zu Schwingungen angeregt wird. Es wird links angeregt, rechts ist offensichtlich ein festes Ende. Da gibt es eine Reflexion und deshalb gibt es hier stehende Wellen. Eben die Grundschwingung war bei 10 Hertz. Jetzt wird das Seil schon mit 20 Hertz angeregt. Hier sieht man jetzt die erste Oberschwingung. Da kommt also ein Knoten in der Mitte dazu. Und links und rechts sind eben auch Schwingungsknoten. Und gleich wird hier jetzt die anregende Frequenz auf 30 Hertz erhöht. Und man sieht, es bildet sich also die zweite Oberschwingung aus. Da gibt es also jetzt zwei Knoten in der Mitte und auch wieder nach wie vor an den Enden. Und jetzt bei 40 Hertz gibt es drei Knoten in der Mitte und an den Enden und so weiter. Man sieht hier auch, die Frequenz der Kamera kommt jetzt nicht mehr mit. Am Anfang sah man sozusagen das Seil noch hin und her schwingen. Jetzt sehen wir hier sozusagen nur diese Bäuche und Knoten. Das Seil schwingt immer noch, aber die Kamera kann nicht mehr folgen. Und man sieht hier, also wenn man die Frequenz immer höher dreht, also immer Vielfache von der Grundfrequenz 10 Hertz, ergeben hier immer solche stehenden Wellen. Und es kommt immer ein weiterer Knoten hinzu. Und es gibt also immer mehr Schwingungsbräuche und immer mehr Schwingungsknoten. Und jetzt zu guter Letzt 100 Hertz, also die neunte Oberschwingung mit insgesamt 11 Knoten und 10 Bäuchen. Im Video hat man sehr schön gesehen, diese verschiedenen möglichen Schwingungsmoden und also insbesondere die Grundschwingung und dann die erste Oberschwingung, zweite Oberschwingung und so weiter. Dazu wollen wir noch eine kurze Verständnisfrage machen, die sicherlich den Musikern unter Ihnen sehr einfach vorkommen wird. Stellen wir uns vor, wir haben ein Saiteninstrument, also zum Beispiel eine Gitarre und ich habe eine Saite, die ein A', also ein Ton bei 440 Hertz spielen soll, wenn man sie einfach so anzupft. Wenn ich jetzt meinen Finger genau in die Mitte der Saite lege und wieder zupfe, welchen Ton würden Sie jetzt erwarten? Den Ton, der eine Oktave höher liegt, bei 880 Hertz, eine Oktave tiefer bei 220 Hertz, vielleicht den gleichen Ton, also wieder 440 Hertz oder irgendeinen anderen Ton. Überlegen Sie mal kurz. So, die richtige Antwort lautet A, also eine Oktave höher, 880 Hertz. Die Situation ist also hier ganz schematisch so, wenn ich also die Saite einfach anzupfe, dann kriege ich hier die erste Schwingung, erste mögliche Schwingung, also die Grundschwingung. Die hat eben L gleich Lambda halbe. Das soll halt natürlich hier wieder irgendwie die Länge der Saite L sein. Und ich habe eben also feste Enden, also Knoten an den Enden und einen Schwingungsbau. Wenn ich jetzt den Finger in die Mitte lege, dann zwinge ich die Saite sozusagen so zu schwingen, dass auch genau in der Mitte die Amplitude 0 ist. Dann bekomme ich also eine Schwingung, die so ganz schematisch irgendwie so aussieht, wo ich also hier und dann also hier dann zu einer späteren Zeit die Schwingung so aussieht. Und dann habe ich hier L gleich Lambda und dann sehe ich schon, wenn also C ist, Lambda mal F und jetzt kann ich das umstellen, dann ist also die Frequenz gegeben durch C durch Lambda und dann sehe ich also, wenn ich den Finger in die Mitte lege, dann mache ich Lambda halb so groß und damit die Frequenz doppelt so groß. Damit gebe ich also von 440 auf 880. Kommen wir zu einem weiteren Phänomen, dem man vor allem in der Akustik auch begegnet, nämlich den sogenannten Schwebungen. Das ist der Fall, wenn ich Wellen interferiere, die sehr ähnliche, aber nicht ganz identische Frequenzen haben. Also ich möchte hier eine bisschen vereinfachte Analyse machen. Ich möchte hier also erstmal X ignorieren. Ich möchte mir also nur sozusagen die Zeitabhängigkeit angucken. Und ich möchte jetzt also zwei Wellen haben. Kann ich also irgendwie erzeugen. Mit Frequenzen oder Kreisfrequenzen Omega 1 und Omega 2. Und also Omega 1 sollen nicht gleich sein wie Omega 2. Wir werden sehen, aber sie sollen in der Regel jetzt hier ähnlich sein für diesen Effekt. Das kann ich mir überlegen. Ich bekomme also hier wieder ein Y-Gesamt. Das
soll jetzt eben nur von der Zeit abhängen. Das ist also eine vereinfachte Analyse. Und ich habe also hier irgendwie ein A Sinus Omega 1 mal T plus A Sinus Omega 2 mal T. So, und jetzt kann ich wieder diese trigonometrische Identität benutzen, die ich jetzt schon mehrfach hatte. Die ist also, habe ich hier nochmal zur Erinnerung da unten auf der Folie. Und da bekomme ich also hier ein 2a wieder, Cosinus 1/2 Omega 1 minus Omega 2 mal Sinus 1/2 Omega 1 plus Omega 2. Ich habe hier also nur diese trigonometrische Identität angewandt. Jetzt ist es ganz nützlich, mir sozusagen zwei Hilfsgrößen zu definieren. Und zwar Omega Strich, und das soll sein 1/2 Omega 1 minus Omega 2. Und eine Größe, die will ich einfach Omega nennen, das soll sein 1/2 Omega 1 plus Omega 2. Ja. Und mit diesen Hilfsgrößen kann ich jetzt mein Y-Gesamt wieder umschreiben. Und zwar als 2a Cosinus Omega Strich T mal Sinus Omega T. Mit anderen Worten, ich bekomme also hier wieder einen Schwingterm, Sinus Omega T, und ich bekomme hier eine zeitabhängige Amplitude. Und zwar, die schwingt mit der sogenannten Schwebungsfrequenz Omega Strich. Also, wie ich schon gesagt habe, das ist insbesondere dann interessant, wenn Omega 1 ähnlich, aber nicht ganz identisch ist wie Omega 2. In diesem Fall ist denn also Omega Strich sehr klein, also eine sehr kleine Frequenz, eine lange Periodendauer, und Omega ist ungefähr gleich Omega 1, ungefähr gleich Omega 2. Mit anderen Worten, dieser Sinus Omega T, der schwingt mit einer Frequenz, die sehr ähnlich ist wie die Schwingung der beiden Einzelschwingungen. Dieser Vorfaktor 2a Cosinus Strich T, der schwingt aber jetzt mit einer viel längeren Periodendauer. Der führt also mit anderen Worten zu einer langsamen Modulation der Amplitude, langsam im Vergleich zu der sozusagen zugrunde liegenden Schwingung. Genau dieses Phänomen nennt man Schwebung, und das kann man eben sehr schön hören, und dafür haben wir ein Beispiel hier mit Orgelpfeifen. Jetzt kommen wir zu einem sehr mächtigen Verfahren, um Schwingungen und Wellen ganz allgemein zu analysieren, der sogenannten Fourier-Analyse. Die geht zurück auf diesen Herrn hier, Joseph Fourier, der gezeigt hat, dass man Funktionen zerlegen kann. Damals ging es bei ihm gar nicht um Schwingungen, sondern um Wärme. Aber hier sehen wir insbesondere, dass das für Schwingungen und Wellen sehr, sehr nützlich ist. Was ist hier die Aussage? Die Aussage ist, dass wenn wir ein Y haben, dass also irgendeine Funktion von t sein soll, die sich aber nach einer gewissen Periodendauer wiederholt. Also y ist hier beliebig, das muss kein Sinus sein, es muss kein Cosinus sein, soll sich aber periodisch wiederholen. Ich habe also hier zwei Beispiele. Zum Beispiel könnte das irgendwie so aussehen. Also hier soll irgendwie ein y sein und hier soll, das soll eine Funktion der Zeit sein. Das könnte zum Beispiel hier so ein Rechteckpuls sein. Also jetzt ganz bewusst kein Sinus, und der soll also sich immer wieder periodisch wiederholen. Oder es könnte zum Beispiel so eine Funktion sein, also hier wieder ein y als Funktion der Zeit t, so ein Sägezahnpuls. Der sieht also dann irgendwie so aus.
Aber das kann also irgendein ganz ungewöhnliches Signal sein. Es soll sich eben nur periodisch wiederholen. Und es ist die Aussage des Herrn Fourier, dass ich ein beliebiges Signal, das sich periodisch wiederholt, zusammensetzen kann aus Sinusschwingungen. Ja, ich kann also ein beliebiges Y von T zusammensetzen als eine sogenannte Fourier-Reihe. Das ist also ein konstanter Term und dann ein Y1 mal Sinus Omega T plus Phi1. Phi1 plus Y2 Sinus 2 Omega T plus Phi2 und so weiter. Ja, und zwar geht diese Reihe immer so weiter. Und das kann ich dann also auch allgemein schreiben, hier mit so einem Summenzeichen. Soll also die Summe n gleich 0 bis unendlich sein von Koeffizienten yn Sinus n mal Omega mal t plus Phi n. Ja. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was sind die yn und diese Phi n? Und das sind Parameter. Also mit anderen Worten, yn, Phi n sind zu bestimmen. Das sind also Parameter, die davon abhängen, welches Signal ich hier in diese Fourier-Reihe zerlegen will. Insbesondere die yn haben eine klare Interpretation. Das sind also die Amplituden dieser einzelnen Frequenzkomponenten. Also die sozusagen Beiträge, die Schwingungen einer spezifischen Frequenz, einer reinen Sinusschwingung bei dieser Frequenz liefern. Und wie gesagt, das Gesamtsignal muss nicht aussehen wie ein Sinus. Und zwar kann ich mir jedes beliebige Signal so zusammenbauen, wenn ich eben nur beliebig viele Sinusterme nehmen kann. In der Praxis brauche ich sogar häufig gar nicht so viele Sinusterme, sondern konvergiert diese Zerlegung sogar schon, also auch mit endlich vielen Beiträgen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und auch hier kann man das sehr anschaulich mit einem Beispiel aus der Akustik machen. Schauen Sie sich das Video an. So, hier mal ein kleines Experiment zur Fourier-Analyse. Wir haben hier einen Funktionengenerator, der zeigt uns das ein Signal. Man sieht das Signal hier auf dem Bildschirm, das ist jetzt ein klassischer Sinus. Und wir können uns das Signal auch anhören. Da hören wir also hier so einen typischen Sinuston. Und wenn ich jetzt hier ins Frequenzspektrum gehe, dann sehen wir hier, dass der Sinus tatsächlich nur eine Frequenzkomponente hat. Und was ich jetzt machen kann, ich kann mir jetzt ein anderes Signal generieren lassen, nämlich zum Beispiel so ein Sägezahnpuls. Da sehen wir, das ist jetzt keine Sinusschwingung mehr, das ist so ein Sägezahn. Wir hören wieder rein. Das hört sich auch anders an als die Sinusschwingung. Und wenn ich jetzt ins Frequenzspektrum gehe, dann sehe ich, dass ich also hier auch harmonische, also höhere harmonische Komponenten habe. Also ich habe hier immer noch einen Hauptpeak und dann habe ich hier aber so kleinere Nebenschwingungen. Und jetzt zu guter Letzt kann ich mir auch einen Rechteckpuls anschauen. Da sehen wir schon, da gibt es hier höhere harmonische. Wenn ich mir den hier auf der Zeitachse anschaue, dann kriege ich also hier so Rechteckschwingungen. Und die kann ich mir auch nochmal anhören. Und dann höre ich ganz klar, das ist so ein raueres, ein anderes Timbre als die Sinus. Vielleicht nochmal direkt zum Vergleich. Das ist der Rechteck, das ist der Sägezahn und das ist die Sinusschwingung. Wir haben also gesehen, man kann ganz unterschiedliche Signale in einer solchen Fourier-Zerlegung darstellen und damit dann auch analysieren, indem man eben die einzelnen Frequenzbeiträge dadurch bestimmt. Wir wollen also in dieser Vorlesung die Fourier-Analyse hier nur so ganz kurz mal erwähnt haben. Es ist aber ein ganz wichtiges Verfahren, insbesondere in vielen Analysemethoden in der Chemie und auch in der Biologie. Gut, kommen wir zu einem weiteren sehr grundlegenden Thema, das eben auch mit der Interferenz von Wellen zu tun hat. Und zwar dem sogenannten Huygensschen Prinzip. Das Huygensche Prinzip besagt letztlich, dass ich mir Wellen aus sogenannten Elementarwellen zusammengesetzt denken kann. Also der sagt, die Aussage hier ist, dass jeder Punkt einer Wellenfront, das sind also irgendwelche propagierende Wellen, aus sich gedacht werden können als Ausgangspunkt einer neuen Welle, einer sogenannten Elementarwelle. Und zwar diese Elementarwellen sind sogenannte Kugelwellen, also in dreidimensional breiten sie sich eben in alle Raumrichtungen so kugelförmig aus. In 2D sind das dann also Kreise.
Und die Lage der neuen Wellenfront ergibt sich durch Superposition, Überlagerung dieser einzelnen Elementarwellen. Hierzu möchte ich erstmal so ganz schematisch ein einfaches Beispiel machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier so irgendwelche Wellenfronten. Die sollen hier nach rechts in der Folie laufen. Und jetzt könnte zum Beispiel sein, dass hier irgendwie so ein Doppelspalt ist. Ja, diese Wellenfront soll also auf eine Barriere treffen, wo irgendwie Löcher drin sind. Und die große Frage ist jetzt bei sowas, was passiert? Und ich kann mir also hier jetzt eben das mit dem Huygens Prinzip so herleiten, dass ich sage, okay, jeder dieser Spalte hier ist jetzt wieder der Ausgangspunkt von so einer kreisrunden Elementarwelle, kugelförmigen 2D-Elementarwelle. Und also das, was denn hier so resultiert, ist denn eben genau wiederum die Superposition dieser einzelnen kugelförmigen Wellen. Dieses Prinzip geht auf den Herrn hier oben zurück. Auf Deutsch sagt man meistens Huygens, eigentlich ist es Huygens. Das war ein niederländischer Physiker, der schon im 17. Jahrhundert lebte. Und zwar war er geboren und auch aufgewachsen in einem Vorort von Den Haag. Ganz in der Nähe, wo ich längere Zeit gelebt habe. Denn also bevor ich nach München kam, habe ich lange in den Niederlanden gearbeitet. Und dort gibt es einen schönen Park. Und dort gibt es folgende Statue hier. Und da sieht man also sitzend den jungen Christian Huygens und dann zu seiner Rechten stehend den Vater, der zu Lebzeiten viel bekannter war als der Sohn Konstantin Huygens. Der war nämlich Politiker. Gut, schauen wir uns das Huygensche Prinzip oder Huygensche Prinzip hier an einer Wellenwanne an. Das ist also eine Apparatur, wo man Wasserwellen visualisieren kann, so ein bisschen als Schattenspiel. Hier sehen wir die Wellenwanne und hier wird jetzt erstmal so eine Elementarwelle ausgelöst. Und gleich wird das hier sozusagen auf Dauerbetrieb gestellt und dann sieht man also, hier wird so eine punktförmige Anregung durchgeführt und aus diesem Punkt gehen dann eben die Elementarwellen kreisförmig weg. Und man sieht das hier so im Schattenwurf ganz schön und jetzt hier wird so ein bisschen die Frequenz auch nochmal geändert. Hier haben wir wieder die gleiche Wellenwanne und jetzt wird hier wieder mit dem Draht so eine Elementarwelle ausgelöst und in der Mitte ist jetzt eine Störstelle. Und da sieht man, dass auch von dieser Störstelle immer eine Elementarwelle ausgeht. Und wenn ich weit weg anrege, dann ist diese Amplitude von der Störstelle entsprechend klein. Und wenn ich nah dran gehe, dann ist diese sekundäre Elementarwelle größer. Jetzt sehen wir hier noch, wie eine Wellenfront auf diese Störung zuläuft. Und auch da sehen wir wieder, dass Elementarwellen von dieser Position ausgehend weglaufen. In diesem weiteren Versuch mit der Wellenwanne gibt es jetzt mehrere Drähte. Jeder davon kann so eine Elementarwelle auslösen. Und jetzt sieht man sehr schön, wie diese Elementarwellen sich addieren und also interferieren und resultierende Wellen entstehen, die also, wenn man weit weg guckt, auch so ein bisschen aussehen wie so Wellenfronten. Und dann je nachdem, mit welcher Frequenz das betrieben wird, gibt es hier sehr interessante Superpositionsmuster. So, mit diesem Huygenschen oder Huygenschen Prinzip kann man alle möglichen relativ komplexen Situationen, die mit Wellen auftreten können, analysieren. Wir wollen das hier nur so ganz schematisch und ganz kurz machen. Wenn Sie dann später Elektromagnetismus und Optik besprechen, dann wird das alles noch in wesentlich größerem Detail kommen, aber um einige Konzepte hier einfach mal zu erwähnen. Zum Beispiel kann man also Reflexion so analysieren. Wenn man also hier zum Beispiel eine einfallende Welle hat und die wollen wir uns also hier aus so Wellenfronten zusammengebaut denken, dann kann ich mir also hier, wenn ich jetzt auf ein Hindernis treffe, sobald ich hier auftreffe, entsteht also hier wieder eine resultierende Welle und eben sozusagen an jedem Punkt der Oberfläche gibt es wieder so eine resultierende Kugelwelle, die aber zu unterschiedlichen Zeiten loslaufen, weil ich eben zu unterschiedlichen Zeiten auftreffe. Und ich kriege also hier jetzt eine reflektierte Welle. Die eben aus diesen einzelnen Elementarwellen zusammengebaut ist. Und was ich hier sehe, dass ich das bekannte Reflexionsgesetz bekomme, nämlich, dass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist. Eine komplexere Situation tritt auf, wenn ich zwei verschiedene Medien habe. Ich möchte also hier ein Medium haben, hier oben,
Hier soll eine Geschwindigkeit C1 vorherrschen, also eine Ausbreitungsgeschwindigkeit meiner Welle. Und hier unten soll eine Ausbreitungsgeschwindigkeit C2 vorherrschen. Das habe ich also zum Beispiel, wenn Licht aus dem Vakuum oder aus der Luft auf irgendein zum Beispiel Glas oder irgendein anderes Material trifft. Wenn Sie sehen, dass die Lichtgeschwindigkeit, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in einem Material ist geringer als im Vakuum oder Luft. Und dann habe ich also diesen Fall, dass ich also unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten habe. Und auch diese Situation kann ich mir mit dem Huygensschen Prinzip analysieren. Also hier habe ich jetzt eine einfallende Welle, die macht mit der normalen einen Winkel Alpha. Und jetzt tritt die sozusagen in Anführungsstrichen hier in diesem Material ganz viele kleine Kugelwellen los. Und die breiten sich jetzt mit dieser neuen Geschwindigkeit C2 aus. Und wenn Sie das also so durchanalysieren, dann sehen Sie, dass ich jetzt hier eine gebrochene Welle habe, also etwas schief. Das soll also wieder das Lot sein und das soll also jetzt hier ein Winkel Beta sein. Und dann, wenn Sie sich das so durchanalysieren, dann sehen Sie, dass also Sinus Alpha, das wollen wir jetzt hier nicht im Detail machen, geteilt durch Sinus Beta gerade gegeben ist, dass durch das Verhältnis der Geschwindigkeiten, also durch C1 geteilt durch C2. Mit anderen Worten, also Alpha und Beta sind nicht gleich, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Wellen nicht gleich sind in den beiden Materialien. Und diese Beziehung hier, die nennt man auch das Gesetz nach Snellius oder das Snellsche Gesetz nach dem Herrn Snell oder latinisiert Snellius, ein weiterer niederländischer Physiker, der das also auch schon im 17. Jahrhundert entdeckt hat. Und auch diese komplexeren Situationen kann man sich tatsächlich an der Wellenwanne anschauen. Hier haben wir jetzt also zwei Beispiele kurz, wo man nicht Reflexion und Brechung, aber die Situation eines Spalts und die Situation eines Hohlspiegels analysiert. Und hier wollen wir das nur so ganz qualitativ mal anschauen. Wie gesagt, das kommt im Detail dann, wenn Sie sich mit Optik beschäftigen. Aber ich möchte, dass Sie es zumindest mal als Wasserwelle gesehen haben. Hier habe ich einen Versuch an der Wellenwanne, wo ich von oben mit einer Wellenfront komme. Und ich habe hier zunächst sozusagen einen halben Spalt. Also links ist eine Barriere, rechts ist frei. Rechts laufen die Wellenfronten relativ ungestört weiter, aber man sieht auch, dass hinter der Barriere auch Wellen auftreten, weil eben von der Kante Elementarwellen ausgehen und eben dann auch in den Bereich hinter dieser Barriere kommen. Jetzt wird hier eine zweite Barriere installiert, sodass also insgesamt dann ein Spalt entsteht. Und wenn man jetzt wieder mit Wellen von oben kommt, dann sieht man also, dass hier von diesen Spalten wiederum Elementarwellen ausgehen und die bilden hinter dem Spalt so Interferenzmuster, das sieht man insbesondere gleich, wenn hier wieder auf Dauerbetrieb geschaltet wird. Dann gibt es also hier ein Interferenzmuster. Man sieht das also auch in Bereiche, wo eigentlich die Wand davor war, Wellen kommen. Hier haben wir ein Wellenwannenmodell eines Hohlspiegels. Von oben kommt wieder so eine breite Wellenfront. Wenn es sich um Licht handeln würde, würde man von kollimiertem Licht, also parallelem Licht sprechen. Man sieht, der Hohlspiegel führt dieses kollimierte Licht hier im Brennpunkt zusammen. Und gleich, wenn wir das Spielchen umdrehen, hier macht man jetzt eine Elementarwelle, die im Brennpunkt ausgelöst wird. Und man sieht, nach Durchlaufen des Spiegels kommt hier annähernd paralleles, also annähernd kollimiertes Licht raus. Und zu guter Letzt sehen wir noch, wenn man nicht im Brennpunkt anregt, dann kommt also kein paralleles Licht. Als letztes Thema wollen wir uns jetzt noch mit Schallwellen beschäftigen. Wir hatten ja schon gesagt, Schallwellen sind longitudinale Wellen. Sie sind letztlich Druckschwankungen oder auch Dichteschwankungen, die propagieren, die sich also ausbreiten. Und sie können eben auch in Gasen und Flüssigkeiten auftreten. Die Schallgeschwindigkeit hatten wir ja schon kurz erwähnt. Ich möchte es nochmal etwas genauer anschauen. Ich gebe Ihnen im Grunde einfach nochmal die Formel, also die Schallgeschwindigkeit, jetzt die Wurzel genommen, ist gegeben durch Kappa durch Rho und daraus die Wurzel. Und zwar war Kappa das Kompressionsmodul und Rho war die Dichte. Und da sehen Sie also schon, wenn Sie unterschiedliche Fluide haben, also zum Beispiel unterschiedliche Gase oder unterschiedliche Flüssigkeiten, dann werden im Allgemeinen Kompressionsmodul und Dichte anders sein und dann werden Sie auch andere Schallgeschwindigkeiten haben.
Und eine Sache, die man sich vielleicht merken sollte, in Luft ist die Schallgeschwindigkeit ungefähr 340 Meter pro Sekunde. Ja, ist also ziemlich schnell, aber durchaus längst nicht so schnell zum Beispiel wie das Licht. Und Sie kennen vielleicht diese Faustregel im Gewitter, wenn Sie also da einen Blitz erst sehen und dann hören. Das Sehen können Sie sozusagen davon ausgehen, dass es überhaupt keine Zeitverzögerung ist, weil sich eben das Licht mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Das waren ja 3 × 10⁸ Meter pro Sekunde. Und der Schall, also der Donner des Blitzes, breitet sich in Anführungsstrichen nur mit 340 Meter pro Sekunde aus, also ungefähr 1 Kilometer pro 3 Sekunden. Gut, als letztes wollen wir uns den menschlichen Hörbereich anschauen und dazu erst noch kurz eine Definition, das kennen Sie vielleicht schon alle, man spricht häufig von Schallpegel in sogenannten Dezibel, was ist das eigentlich? Also der Schallpegel und da kann man also, das kann man entweder als Leistung oder als Druck sich anschauen, weil ganz allgemein ist so ein Dezibel so definiert, dass also 10 Dezibel jeweils einer dekadischen logarithmischen Änderung entsprechen. Also ich schreibe es erstmal hin, I durch I0. Also wenn ich jetzt eine gegebene Schallintensität I habe, dann nehme ich die logarithmisch, da brauche ich also irgendeinen Referenzwert und dieser Referenzwert ist dieses I0 und das, das ist definiert als 10 hoch minus 12 Watt pro Quadratmeter. Also wenn ich irgendwie Schall habe einer gewissen Intensität, I teile ich erstmal durch dieses I0, das ist irgendwie so eine Referenzidentität, und nehme dann den 10er Logarithmus. Und dann entspricht sozusagen jeweils 10 Dezibel einer Erhöhung um einen logarithmischen Faktor, also letztlich um einen Faktor 10. In anderen Worten, wenn ich 10 Dezibel mehr habe, dann habe ich tatsächlich eine 10-fach höhere Schallintensität, weil das eben so eine logarithmische Skala ist. Ja, und Sie wissen vielleicht, also wie so über 100 Dezibel, das ist furchtbar laut im Schall, also 120 wäre ein startendes Düsenflugzeug. Und die Hörschwelle, die hier auch schon eingezeichnet ist, die hängt davon ab, bei welcher Frequenz man ist. Die geht also tatsächlich runter bis 0 Dezibel oder sogar noch darunter. Aber denn bei hohen und niedrigen Frequenzen ist sie irgendwie so bei 40, 50 Dezibel. Überhaupt, welche Frequenzen kann man hören? Hier sieht man ganz schön in diesem Diagramm. Der Mensch kann typischerweise Frequenzen etwa von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, also 20.000 Hertz hören. Insbesondere die Grenze bei hohen Frequenzen, also im Kilohertz-Bereich, ist ziemlich altersabhängig. Sie sind wahrscheinlich im Mittel jünger als ich. Sie hören wahrscheinlich alle noch wirklich bis 20 Kilohertz. Ich höre vielleicht nur noch bis 18 Kilohertz, wobei das natürlich wieder auch immer denn davon abhängt, wie laut der Ton ist. Ein schönes Experiment in der Vorlesung ist es immer, die Hörschwelle zu bestimmen, wo wir also Töne unterschiedlicher Frequenzen denn unterschiedlich laut spielen und versuchen herauszufinden, wo man sie gerade noch so hören kann. Das funktioniert tatsächlich in der Vorlesung deutlich besser als bei so einer Aufzeichnung hier, denn hier stoßen jetzt leider doch Computerlautsprecher und selbst Kopfhörer an ihre Grenzen, dass sie eben nicht alle Frequenzen gleich gut darstellen können. Trotzdem haben wir hier ein kleines Video für Sie. Bei diesem Experiment zum Hörbereich stoßen eingebaute Computerlautsprecher schnell an ihre Grenzen. Ich würde Ihnen also empfehlen, hier einen guten Kopfhörer oder einen externen Lautsprecher zu benutzen. Wir fangen jetzt hier bei niedrigen Frequenzen an und der Ton hat hier immer die gleiche Lautstärke, also den gleichen Schallpegel. Wir ändern aber seine Frequenz und wir sehen, wenn wir also hier jetzt so bei ein paar hundert Hertz sind, hört sich dieser Ton plötzlich viel lauter an. Das liegt aber daran, dass unser Hörvermögen dort wesentlich besser ist als bei den ganz niedrigen Frequenzen. Und jetzt gehen wir also hier in den Kilohertz-Bereich und da hört sich der Ton sehr laut und sogar etwas unangenehm an. Und wie gesagt, da ist unser Gehör sehr empfindlich in diesem Kilohertz-Bereich. Und wenn wir jetzt langsam höher gehen, wird der Ton wieder leiser.
Wie gesagt, die Schallintensität soll hier immer in etwa gleich sein. Und es liegt hier wirklich an der Empfindlichkeit unseres Gehörs. Und Sie können mal ausprobieren, bis zu welchen Frequenzen Sie hier den Ton noch hören können. Wobei, das kann durchaus auch hier etwas verfälscht werden, wie gesagt, durch die Wiedergabe im Lautsprecher oder im Kopfhörer. Jetzt gehen wir wieder runter zu den niedrigen Frequenzen und kommen jetzt hier wieder also an die untere Schwelle des Hörbereichs. Kommen wir zu einer Zusammenfassung. Wir hatten uns also mit Wellen beschäftigt und insbesondere mit harmonischen Wellen. Erstmal allgemein ist eine Welle eine Auslenkung, die also als Funktion des Ortes und der Zeit sich ausbreitet. Ganz allgemein kann man das schreiben als irgendeine Funktion als Funktion in einer Phase x plus minus ct. Und da sieht man eben, also wenn man das positive Vorzeichen hat, wenn t zunimmt, muss x abnehmen. Das ist zum Beispiel negativ werden. Das ist also eine Welle, die nach links läuft, nach minus x. Wenn ich x minus ct habe, dann habe ich die Situation, dass ich also eine Welle habe, die Richtung positive x läuft. Dann nimmt also x zu und t zu und diese Phase bleibt konstant. Wir hatten gesehen, ein ganz wichtiger Spezialfall sind sogenannte harmonische Wellen. Die sehen so aus wie a sinus kx plus minus wieder Omega t plus phi. Und wie gesagt, das positive Vorzeichen ist wieder eine Welle, die in Richtung minus x läuft. Das negative Vorzeichen ist für die Welle, die Richtung plus x läuft. Ich hatte gesagt, dass man sich das so analysieren kann, dass man sich irgendwie eine Auslenkung, die kann man einmal als Funktion von x sich anschauen. Dann bekomme ich also hier so eine sinusförmige Schwingung und da kann ich also hier genau den Abstand zwischen zwei Maxima anschauen und das ist dann die Wellenlänge Lambda. Alternativ dazu kann ich mir das als Funktion der Zeit anschauen. Auch da habe ich also hier irgendwie eine sinusförmige Schwingung und auch denn hier ist, das soll ein Sinus sein, verzeihen Sie, und dann ist also genau der Abstand zwischen zwei Maxima, alternativ der Abstand zwischen zwei Minima, die Periodendauer t. Und diese Größen, die Sie hier auf der Folie haben, die haben wir jetzt alle schon mehrfach gesehen, also die Wellenlänge wollen wir immer Lambda nennen. Dann hatten wir die Wellenzahl k definiert, das ist 2 Pi durch Lambda, die Periodendauer groß t, hatten Sie auch schon bei den Schwingungen gesehen. Und dann gibt es natürlich auch die Kreisfrequenz, 2 Pi durch t, das ist also sozusagen das zeitliche Analog zur Wellenzahl k. Und die Frequenz einfach 1 durch t und die nennen wir meistens einfach f. Wir hatten gesehen, dass sich so eine Störung dann mit einer sogenannten Phasengeschwindigkeit ausbreitet. Die hatten wir c genannt. Wir hatten hergeleitet, dass das gegeben ist durch Omega durch k oder alternativ Lambda durch groß t oder eben Lambda mal f. Und insbesondere Lambda groß durch groß t sieht man eigentlich sehr schön. Das ist also wiederum eine Änderung des Ortes geteilt durch eine Änderung in der Zeit. Wir hatten die Wellengleichung kennengelernt. Das ist einfach die zweite zeitliche Ableitung, ist gleich die Geschwindigkeit zum Quadrat, c Quadrat mal die zweite örtliche Ableitung. Das ist also eine partielle Differentialgleichung, weil partielle Ableitungen auftreten und eben also Ableitungen nach mehreren verschiedenen Größen. Es ist aber eine lineare partielle Differentialgleichung, weil y nur linear auftritt. Eine wichtige Konsequenz dieser Linearität der Wellengleichung war das sogenannte Superpositionsprinzip, also dass sich eben Wellen überlagern können und die resultierende Gesamtwelle ist einfach die Summe der Einzelwellen. Mit anderen Worten, wenn Sie verschiedene Lösungen der Wellengleichung haben, ist deren Summe wiederum eine Lösung der Wellengleichung. Und das gilt nur, solange das Medium sich linear verhält. Wenn es sich nicht mehr linear verhält, dann müssen Sie nämlich eben nicht lineare Terme da in Ihrer Wellengleichung berücksichtigen. Aber für sehr viele Phänomene in der Optik und auch für mechanische Wellen, für nicht zu große Auslenkungen ist diese Linearität gegeben. Wir hatten uns dann sehr unterschiedliche Konsequenzen letztlich immer dieses gleichen Superpositionsprinzips angeschaut, nämlich zum einen der Fall, dass sich Wellen überlagern, die die gleiche Richtung, die gleiche Amplitude, die gleiche Frequenz haben, aber unterschiedliche Phasen.
Da gibt es dann diese konstruktive und die destruktive Interferenz. Wenn wir gegenläufige Wellen haben, was wir häufig an Seiten mit festen Enden haben, dann bekommen wir sogenannte stehende Wellen. Das sind also Wellen, die dann nicht mehr propagieren, sondern sozusagen als Funktion der Zeit schwingen mit Positionen, wo an fixen Ort immer die Amplitude Null wird, die sogenannten Knoten, und Positionen, wo die Amplituden maximal schwingen, die sogenannten Wellenbäuchen. Wir hatten gesehen, dass wenn man Schwingungen überlagert, die sehr ähnliche Frequenzen haben, bekommt man sogenannte Schwebungen. Und wir hatten gesehen, dass eine sehr allgemeine Konsequenz dieses Superpositionsprinzips und ein sehr allgemeines Verfahren, um Schwingungen und Wellen zu analysieren, die Fourier-Analyse ist. Das ist also letztlich das Auseinandernehmen einer Schwingung in einzelne Sinuskomponenten. Und man kann natürlich auch sozusagen das Spielchen umdrehen, kann also ein beliebiges Signal letztlich dann wiederum zusammenbauen aus verschiedenen Sinuskomponenten. Und zu guter Letzt hatten wir das Huygensche Prinzip kennengelernt. Die Grundidee ist also hier, dass man Elementarwellen betrachtet, die sozusagen von einzelnen Störungen ausgehen. Und diese Elementarwellen, die sind immer kugelförmig. Und die kann man aber dann zusammensetzen zu Wellenfronten. Und damit kann man ganz unterschiedliche Sachen wie Reflexion, Beugung, auch zum Beispiel hatten wir gesehen den Hohlspiegel oder die Beugung am Spalt analysieren. Gut, damit kommen wir zum Ende. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut.